Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel. Heute Kaiserslautern gegen Mainz. Ja, ihr habt euch gewünscht. Ich habe gefragt, was ich orakeln soll. Es gab noch ein Spiel, aber die meisten wollten das hier. Ja, mein Tipp wäre ein 1:2 für Mainz. Ja. So, gestern hat der Dortmund 2:0 gewonnen gegen Uerdingen. Ja. Da hat mein Orakel mal nicht gestimmt, aber macht ja nichts. So. Dann starten wir mal in das Spiel. Die erste Halbzeit spiele ich mit Kaiserslautern. Und auf geht's. So. Bin gespannt, was Lautern hier machen wird. Schöner Pass. Nein. Komm, greif an. So, ihr habt euch ja gefreut, dass ich wieder Videos bringe. Das freut mich. Jo. So, ihr könnt ja schon mal wieder in die Kommentare schreiben, welches Spiel ich morgen orakeln soll. Also Sonntag. Und am Montag ist ja klar, was ich da orakele. Oh. Mainz führt schon. Was war denn das für eine Ecke hier, bitte? Naja. Macht nichts. Machen wir mal weiter. Zack. Ich wollte doch zu dem anderen spielen. Jawohl. Läuft ja. Komm, abseits, oder? Kein Abseits. Naja, okay. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das Spiel hier ausgehen wird. Also ich sage ja 1:2 für Mainz. Und Mainz führt hier auch schon 1:0. Mal gucken, ob es so auch ausgeht, wie ich das im Real Life sehen würde. Oh. Also ist Lautern so schlecht? Oder bin ich das? Kappa. Ja, auf weiter. Oh, Quaison. Ach, leck. Die kommen ja nicht mal hinterher hier. Ach, geht doch. 1:2. Also zweite Halbzeit spiele ich dann mit Mainz, wie immer. Also erste Halbzeit immer mit der ersten und dann mit der anderen. Kennt ihr ja von gestern schon. Pick hat hier das Tor gemacht. FCK. Ja, Lautern war echt mal eine Top-Mannschaft. Aber ja. Alles kaputt gegangen. Ach, was mache ich? Nein. Das war wahrscheinlich ein Pass zu viel. Alter. Pässe 83%. Mainz hat 89%. Okay, also so weit liegen wir nicht auseinander. Pässenmäßig. Ja, jetzt ist keiner hier vorne. Mensch. Da konnte ich keinen anspielen. Komm.
Publikum. Ja, sehr schön gehalten. Grill kenne ich gar nicht. Ich kenne die meisten gar nicht mehr von den Laudern Spielern. Früher hatte ich eigentlich jeden gekannt. Ach. Nach vorne. Boah. Lauf! Jawohl! 2-2. Also hier fallen schon mal mehr Tore wie gestern in dem Orakel. 1-0 ist wieder zurückgekommen hier. Ja, ich bin mal gespannt, was meine Bayern machen am Montag. Also Meister, ob die Meister werden, wage ich zu bezweifeln. Also wenn die keine Spieler mehr holen, dann wird's eng. Jetzt wollen sie ja wahrscheinlich Perisic ausleihen, die Bayern. Oder sie sind, glaube ich, sogar noch mal an Hudson-Odoi dran, oder wie der sich nennt, von Chelsea. Aber der hat doch erst verlängert, oder nicht? Zürich können sie auch nicht mehr holen. Der hatte jetzt bei Dings verlängert. Weil da waren sie auch mal dran, glaube ich, an dem Niederländer. Weiß, das gehört hier zwar nicht rein, aber es ist auch Fußball. Also ich würde sagen, Dortmund wird in der neuen Saison Meister. Wenn die Bayern nichts mehr machen, also keine Topspieler mehr holen, dann wird es eng mit diesem Kader. Wie kann man den nicht machen? Ja, moin. Ja, erste Halbzeit ist vorbei. 2-2. Schönes Spiel bis jetzt. Jo. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich in der zweiten Halbzeit. So. Wir sind in der zweiten Halbzeit und ich spiele jetzt mit Mainz. Ich habe noch keine Auswechslung vorgenommen. Da warte ich noch ein bisschen. Oh, was war denn das hier? Hätte ich vielleicht nochmal gehen sollen und, ja. War keine so kluge Idee. Ah. Nein. Die Flanke war gut, aber die kam leider nicht an. Schade, schade. Oh, sehr schönes Tor. Sehr, sehr schön. Die Nummer 25. Gbamin. Oh. Wieder so ein Name, wo man nicht aussprechen kann. Ja, kriegt man Zungenbrecher. Oh. Hey. So, gleich werde ich mal wechseln. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob das die aktuellen Kader jetzt sind. Weil ich habe jetzt alles aktualisiert. Gestern war das ja nicht der Fall.
Lauf, renn! Renn um dein Leben! Nein! Oh. Okay, wir wechseln mal. Haben wir hier noch ein offensives Mittelfeld? Ja. Was wechseln wir mal noch aus? Was haben wir denn hier noch? Einen rechten Verteidiger haben wir hier noch. Ja, das reicht erstmal. Ah, hat sich schon wieder hier die Ansicht verändert. Ah, wäre durchgekommen. Hey! So, heute Abend kommt ja ein Stream. Ich weiß zwar noch nicht was, aber mal gucken. Vielleicht FIFA, vielleicht auch GTA oder FIFA und GTA. Mal schauen, ne? Oh. Mitchmeier. Ach, jetzt wollen sie hier tricksen, oder was? Oh. Oh. Jetzt kommen die Wechsel. So. Jetzt mal wieder ein paar frische Spieler auf dem Feld hier. Ach, hallo. Komm, greif an. Na? Sehr schöner Pass. Und jetzt über außen. Ah! Schön gehalten, Torwart. Muss jetzt los. Hab ich was verpasst? Ah, sehr schön. Oh, 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 oh. Ja, im Real Life denke ich mal, dass die meisten das machen hier. Das sind ja alles Vereine, wo hier in meiner Nähe kommen. Also normalerweise müsste ich ja ein Fan von Mainz oder Laudern sein, aber gut, Laudern-Fan war ich mal, ganz kurz. Aber da war ich noch ziemlich jung. Und ich habe mich erst viel später mich mit Fußball befasst. Also am Anfang hatte ich überhaupt nichts so am Hut gehabt. Er war hier mich gar nicht so schlecht. So 2 Minuten Nachspielzeit. Oh. Jawohl. Mainz gewinnt hier ein 2:3. Jo. Da würde ich mal sagen, bis morgen. Oder ne, bis heute Abend im Stream und morgen im neuen Orakel. Denkt dran, reinzuschreiben, welches Spiel ich orakeln soll und eure Tipps auch. Dann würde ich mal sagen, ciao Kakao und bis dann.